Willkommen in Berlin, willkommen am Stand der WPC, der World Predator Classic. Schön, dass ihr da seid. An meiner Seite, wohl zu Recht zu behaupten, alle haben schon auf dem Treppchen gestanden, einige der besten Angler, die wir hier in Europa haben. Wir alle waren schon auf dem Treppchen der WPC. Ich freue mich riesig, dass ihr bei mir seid. Auch nächstes Jahr wieder WPC World Predator Classic in Holland. Besonders im nächsten Jahr, es gibt zum ersten Mal WPC den Junior Cup. Was bedeutet Junior Cup? Die Angler werden also nicht nur im gewohnten Format gegeneinander antreten, sondern erstmals auch Kinder mit an Bord nehmen. Einen Tag der WPC haben wir dafür reserviert und vorbereitet. An diesem einen Tag starten Jugendliche, Kinder im Alter von 12 bis 17. Die steigen in das Boot der WPC-Profis und werden ein Turnier gegeneinander fischen. Am Tagesende werden wir also nächstes Jahr, am 7.7. zum allerersten Mal einen WPC Junior Champion küren. Auf der großen Bühne der WPC, und ich verrate schon mal, auch für die Kids gibt es ein Boot zu gewinnen. Wir stehen hier vor dem Boot der letztjährigen WPC. Ganz so groß wird es für die Kinder nicht, aber ich bin sicher, die werden sich freuen. Wir haben über die Webseite der WPC eingeladen, die Kinder aus ganz Europa sich zu bewerben, um einen der mindestens 15 Startplätze zu ergaunern. Wobei gaunern ist nicht das richtige Wort, die Startplätze werden verlost. Heute auf der Angelwelt in Berlin werden wir die ersten 5 Kinder, den ersten 5 WPC-Profis zulosen. Und das machen wir jetzt hier auf der Angelwelt live für euch. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ich bin mega gespannt. Die Kinder mussten sich online bewerben. Und nun gibt es ein Losverfahren. Die Kinder haben aber nicht nur ihren Namen aufgeschrieben, sie haben auch kleine Bewerbungen verfasst, Anlagen dazugefügt, Fotos hochgeladen. Ich freue mich mega darauf, wer es wird, und kann es gar nicht erwarten. Ein Kind müssen wir aber schon mal vorweg behandeln. Ich guck mal gerade, wie es heißt. Das habe ich gerade rausgefischt. Rian Kuhn hat sich beworben. Rian hat aber ein kleines Problem, er ist todestraurig, er ist nämlich erst 9. Er hat einen ganz langen Brief geschrieben, wie traurig er ist, dass er erst 9 ist. Wir, denen uns die Gnade der frühen Geburt bereits zuteil geworden ist, wissen, er soll froh sein, dass er erst 9 ist. Aber natürlich verstehen wir, dass er traurig ist, und ich glaube, dem Rian, den schicken wir mal ein Goodie-Pack, zusammengestellt von den Pros, ein paar schöne Köder. Ich bin sicher, ihr packt was zusammen. Liga, Rian, wenn du das siehst, 9 Jahre aus Oberhausen. Du bekommst Post von uns und bestimmt auch die ein oder andere Autogrammkarte. Und lass dir sicher sein, Rian, du bist schneller 12, was die Liebe ist. Und erinnerst dich dann daran zurück. Bewirb dich einfach wieder, wenn du im passenden Alter bist. Lassen wir uns loslegen. Wer von euch möchte sein Kind für die WPC als erster vom Boot ziehen? Du legst los? Okay, ich drücke das Mikrofon in die Hand. Du weißt, was zu tun ist. Auf geht's. So, dann komme ich hier hin. Alles ist hier in so Kaffeebechern. Wir haben viele Becher. Ich wollte mir einfach eine aussuchen, ohne zu gucken. So, hier habe ich mir eine genommen. Soll ich das mal halten für dich? So, wer haben wir hier? Lukas Möhring kommt aus Neuss Country. Neuss? Neuss. Neuss, das ist eine Stadt bei diesem komischen Düsseldorf. Das ist Neuss Country. Neuss, alles klar. Also, Congratulation, Lukas Möhring aus Neuss. Lass uns mal schauen. Ich will mal sehen, was er zu sagen hat. So, mein Name ist Lukas. Am Turniertag bin ich 12 Jahre alt. Oh, hey, 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 hey. Und er hat noch Geburtstag. Ich bin begeisterter Spinnfischangler mit meinem Vater, der seit 40 Jahren begeisterter Angler ist und der WPC schon sehr oft mitgefischt hat, kenne ich die Gewässer rund um HV sehr gut. Vielleicht kann er sogar mich ein paar Spots zeigen, sehe ich ja gerade. Also ich glaube, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Lukas, ich freue mich, dass du dabei bist, und wir werden hoffentlich eine sehr gute Zeit in Holland haben. Gratulation. Wunderbar. Lukas, super.
Hey, wir haben das erste Kind. Lukas, du startest mit Daniel. Du kannst dich freuen. Wir werden euch miteinander verbinden. Wir können im Vorfeld schon miteinander sprechen, um euch vorzubereiten. Und Lukas, auch mit deinen Eltern sprechen wir nochmal. Wer ist der Nächste? Didi. Hältst du dein Zettel? Ja. So, wir gehen mal zum Reiter. Daniel. So, aber Kadaver, wir schauen mal. Wir nehmen den hier, der wollte schon. Was haben wir? Cappuccino! Nein, ich denke mal ganz kurz draußen. Also, wir schauen mal, wer hier der glückliche Gewinner ist. Und zwar ist das Jamie Jeremy Dreves. Du kommst aus 23865 Nienpol. Wo immer das sein soll. In diesem Sinne, du hast auf jeden Fall die große Ehre, mit mir zu fischen. Ich freue mich schon riesig und wir schauen mal. Also, der junge Mann, der ist mit 14, hat er sein eigenes Boot mit Außenbootmotor. Also, Daniel, ich glaube, wir haben Leute, die uns zeigen, wie das Angeln geht. Und er ist jemand, der fischt sehr gerne. Er hat fast jeden Tag Zeit, angeln zu fahren und hat sogar, hey, sein auf seinem Instagram Hashtag King/Fischer/Jamie. Also von daher, ich glaube, das ist vielleicht ein neuer WPC-Champion, wenn er erwachsen ist. Also ich freue mich, ich nehme das an mich und wir werden auf jeden Fall Kontakt miteinander haben, versprochen, und dann schauen wir mal, was das wird. Danke dir. So, wir haben das nächste Kind. Wer zählt den nächsten Junior? Ja, das mache ich gerne. Oh, ich freue mich. WPC, WPC, dann in Holland. Und ich muss vorab sagen, das ist eine mega Veranstaltung. Und Thorsten, vielen, vielen Dank dafür. Endlich können auch Jugendliche mal bei so einer Competition zumindest mitfischen. An unserem freien Tag haben wir das ja. Und vielleicht wird auch ein Jugendlicher WPC Junior Champion. Das ist doch mal eine Idee. Er kann sogar ein Boot gewinnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer mit mir mitfahren darf. Also, ich werde mal losen. Und vielleicht auch jemand aus Norddeutschland. Vielleicht jemand aus Süddeutschland. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht hältst du mal das Mikrofon draußen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer darf mit mir zusammen rausfahren? Torin Riedel! Torin Riedel! Und er kommt aus Börnsen. 21039, Mensch, das ist bei mir im Norden oben, das ist gut, ich freue mich ganz doll. Also, Hören, wie alt bist du? Muss ich mal gucken. 2009, also gut, das passt. Du bist ein erfahrener Angler, sehe ich gerade hier. Du hast, jetzt muss ich mal gucken. Ja, du hast, ja, vom Boot kann er auch fischen, das ist auch interessant. Also er ist ein Bekannter, er ist ein guter Angler, er fischt ganz gerne vom Boot aus, er verfolgt die Turniere im Internet und er würde sich riesig über die Teilnehmer freuen. Ich freue mich auch, Torin Riedel, wir werden zusammen in Kontakt treten und dann bist du bei mir auf dem Boot und ich sage dir, das wird entstand, das sage ich dir. Und wir werden Gas geben, ja, Zeit ist frisch. Vielen Dank, wir haben das nächste Paar. So, kommt unsere Kinder hier. Wer klettert als nächstes an Bord und sieht sein Junior Perry? So, wollen wir mal schauen. So, ich hoffe, ihr habt nicht die Besten schon rausgefischt. So, gucken, ich nehme einen von ganz unten. So, wieder dein Paar bitte. So. Und mein Angler, mein Teampartner wird sein Philipp Strugaller aus Alderskirche. Der Philipp ist in Polen geboren, lebt seit 2015 in Deutschland und ist leidenschaftlicher Angler. Er angelt in Deutschland und in den Niederlanden und der Rest ist nur eine PDF. Also, ja, also ich glaube, das passt ganz gut und ich glaube, wir werden eine gute Zeit haben. Philipp, wir treten in Kontakt und dann werden wir das Ding schon rocken. Cool. Super, wir haben schon einige. Frank, auch du kriegst heute Geld. Ja.
Ja, sehr gut. Ich freue mich riesig über diese Aktion. Wenn ich in dem Alter gewesen wäre, ich hätte jetzt schon nicht mehr schlafen können bis zur WBC. Von daher freue ich mich, dass ich ein Teil davon sein darf und einem Kind auch etwas schenken darf und glücklich machen darf. So, dann wollen wir mal gucken, wer dann zu mir ins Boot steigt. So, jetzt wird es spannend. Ja, super. In den Platz war ja. Ich sitze gerne bequem. So. Lieber Yannick, Maurice, das darf ich dir schon mal sagen, du brauchst dir keine Sorgen machen wegen Köder, Routen, alles ist an Bord, von Sprog, aber ganz zu, du darfst es gerne mitbenutzen an dem Tag. Und ich denke, wenn wir zu Jan gehen, gibt er dir auch noch deinen persönlichen Lieblingsköder, damit wir auch ganz weit nach vorne kommen. Dann hast du meinen Lieblingsköder und den von Jan. Und wir werden alles tun, damit du einen schönen Tag hast, einen unvergesslichen Tag hast. Und ich bin sehr ehrgeizig und ich hoffe, du auch. Und dann werden wir zusammen versuchen, das Beste herauszuholen. So, dann wollen wir ein bisschen weiter lüften. Dein Nachname ist Köller. Und du kommst aus 25462 Rellingen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das liegt. Von der Postleitzahl her dann natürlich mehr im Norden. Scheint sehr ländlich zu sein. Und ja, von daher freue ich mich. Geboren bist du 73. Nein, das ist der Vater. Ah, der Vater ist mein Bürger. Das passt ja auch gar nicht. Ich habe schon eine Brille auf und das funktioniert nicht. Genau, 25.02.2008 bist du geboren. Und ja, 14 Jahre alt, ambitionierter Raubfischangler und angelt seit seinem 8. Lebensjahr auf Raubfisch und sehr gerne auf Barsch und mit leichtem Geschirr auf Dorsch. Das muss ich auch sagen, das liebe ich auch auf der Ostsee mit feinem Geschirr auf, mit Barschgeschirr auf Blattfische und so weiter. Das heißt, wir können uns da auch noch gegenseitig ein bisschen vielleicht was zu erzählen. Und von daher, persönlicher Barschrekord ist 47 cm. Das ist schon mal sehr groß. Ja, und ich hoffe, wir werden eine schöne Zeit haben. Ich werde dafür alles geben. Ich freue mich auf dich. Und ja, bleib entspannt und freu dich auf die Zeit. Von daher, Dankeschön. Bis dahin. Jawohl. Okay, wir haben professionelle Angler und Jugendliche miteinander verbunden. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch, die ihr mitmacht. Verfolgt die Social-Media-Kanäle und die Webseiten von der World Trailer Classic. Liebe Jungs und Mädels da draußen, ihr könnt euch weiter bewerben. Wir haben nur die ersten 5 Jugendlichen und Kinder heute den Profis zugeordnet. Es gibt weitere Termine, ihr könnt euch auch weiter bewerben. Und bis zum Neujahrstag werden wir alle Paarungen gefunden haben. Großes Dankeschön an euch, danke an die Angelwelt Berlin, danke an all die Pros, danke euch da draußen. Denn am Ende geht es um euch, die nächste Generation. Schön, dass ihr dabei seid. Danke, mein Idiot, und tschüss!